Petra Kühn hat zwischen 1958 und 1964 Platten bzw. Schallfolien veröffentlicht. Ihre Tonträger wurden unter diversen Namen veröffentlicht. Die gängigsten sind Sonja Carina, Sonja Ferena, Rosener Duo und Petra Kühn. Die junge Frau machte sich einen Namen als Sängerin in der Region Rastatt. Ihre Entdeckung schildert Petra Kühn so. Ich habe einfach getingelt hier in Gaststätten, da war ich aber noch jung. Und dann war irgendwann mal jemand da und der hat mich mit zum Rundfunk. Der Pabel Verlag nahm daraufhin die Sängerin unter Vertrag. Sie nahm Titel auf, die als Folie den Romanen des Pabel Verlages beigelegt wurden. Die Nummern wurden in der Regel veröffentlicht unter dem Pseudonym Sonja Carina. Gleichzeitig wurden die Stücke auch an weitere Firmen verkauft, wo sie dann unter anderen Namen veröffentlicht worden sind. Die Aufnahmebedingungen bei Pabel waren spartanisch, erinnert sich Petra Kühn. Ich glaube, das war kein Studio bei Pabel. Es war, glaube ich, auch irgendwie ein Saal oder sowas. 1960 erschien eine erste Single bei einem großen Schallplattenlabel. Als Sonja Ferena sang sie damals zwei dunkelrote Rosen. Aufgenommen wurde diese Single laut Petra Kühn. Es war dann München. Und ein Mann, der später zu einem der ganz großen Musikmanager aufstieg, betreute die junge Frau bei den Aufnahmen. Nochmals Petra Kühn. Das war auch ein hohes Ross, der Manager. Mensch, wie hieß der denn? Bayerlein, war Bayerlein dabei? Bayerlein, richtig, genau. Ja, der Bayerlein. Hier kommt der Titel, der unter Aufsicht von Hans R. Bayerlein entstanden ist. Zwei dunkelrote Rosen mit Petra Kühn, damals veröffentlicht unter dem Pseudonym Sonja Ferena. Zwei dunkelrote Rosen gabst du beim Abschied mir und hast dabei geschworen, bald bin ich wieder hier. Nun blühen die Herbstzeitlosen, doch du kamst nicht zurück. Die dunkelroten Rosen, sie brachten mir kein Glück. Die dunkelroten Rosen, sie brachten mir kein Glück. Mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so schwer. Für mich blühen keine Rosen mehr. Mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so leer. Für mich blühen keine Rosen mehr. Doch du kamst nicht zurück. Die dunkelroten Rosen, sie brachten mir kein Glück. Die dunkelroten Rosen, sie brachten mir kein Glück. Mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so schwer. Für mich Rosen mehr. Mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so leer. Für mich blühen keine Rosen mehr. Für mich blühen keine Rosen mehr. Sonja Ferena alias Petra Kühn mit zwei dunkelrote Rosen, die A-Seite ihrer ersten Single, die 1960 bei einer großen Schallplattenfirma veröffentlicht worden ist.
Im gleichen Jahr produzierten jene Leute, die die Aufnahmen für den Pabel Verlag organisiert hatten, die Nummer Weiße Birken für das Label Elite Spezial. Veröffentlicht wurde die Nummer unter dem Namen Rosner Duo. Duo deshalb, weil Petra Kühn die erste und die zweite Stimme sang in dem Titel. Petra Kühn erinnert sich schwach an jene Zeit. Immerhin erwähnt sie einen Mann, der hinter der Produktion stand, der später zu einer Kapazität für Jazzproduktionen aufstieg. Ich weiß es nicht mehr, ob das die drei von dem waren, aber wenn Sie sagen, es war bei Baden-Baden in einer Kirche, dann könnte es eigentlich nur der Donner gewesen sein. Drei Weiße Birken wurde 1960 aufgenommen und erreichte 1961 die Top 20 der deutschen Hitparade. Hier kommt Petra Kühn als Rosner Duo. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen. Drei weiße Birken, die möchte ich wiedersehen. Denn dort so weit von hier in der grünen, grünen Heide, da war ich glücklich mit dir und das vergesse ich nie. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen. Drei weiße Birken, die möchte ich wiedersehen. Nicht für immer sein, ich träume noch vom Glück. Es grünen die Birken im Sonnenschein und sagen, du kommst zurück. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen. Drei weiße Birken, die möchte ich wiedersehen. Denn dort, so weit von hier in der grünen, grünen Heide, da war ich glücklich mit dir und das vergesse ich nie. Drei weiße Birken in meiner Heimat stehen. Drei weiße Birken, die möchte ich wiedersehen. Drei weiße Birken mit dem Rosner Duo, hinter dem Petra Kühn steckt, die heute unser Gast ist bei Rostfrei. Drei weiße Birken war ihr größter Schallplattenerfolg und ist 1960 erschienen. Aber als Rosner Duo ist Petra Kühn nie live in Erscheinung getreten, obwohl sie unter diesem Namen insgesamt drei Singles veröffentlicht hat. Ab 1963 stand Petra Kühn dann bei Polydor unter Vertrag. Die Titel wurden in Köln aufgenommen. Als Begleitband stand das Kurt-Edelhagen-Orchester im Studio. Die Karriere der Petra Kühn lief damals wie geschmiert, könnte man meinen. Aber Petra Kühn war unzufrieden. Irgendwie war ich da voll drin und voll dran und habe mich gar nicht drum gekümmert. Die sind alle von allein gekommen. Aber die Art der Musik war halt nicht für mich. Petra Kühn lehnte sich gegen das System auf. Zum Beispiel auf einer großen Tour mit Stars wie Gerhard Wendland oder Peter Beil. Auf der Tournee, das sollte ich ja auch schon das singen, was die wollte, ne? Meine Platten. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe Summertime gesungen. Und das ist ja nicht von mir. Kurze Zeit später stieg Petra Kühn aus. Sie provozierte einen Eklat. Bei Polydor bin ich raus. Ich habe gesagt, ich singe das nicht mehr. Bin ausgestiegen aus der Plattenfirma, obwohl ich Exklusivverträge hatte. War schon
frech, ne? Ich war jung und das waren die größten Bosse, die haben sowas noch nie gesagt bekommen, ne? Petra Kühn war raus aus dem Plattengeschäft, aber dem Musikgeschäft blieb sie erhalten. Da kam dann die Band, ne? Petra and the Cokers. Als Petra and the Cokers war Petra Kühn zusammen mit ihrem Mann bis ca. 1966 in den Tanzlokalen Deutschlands unterwegs. Danach zog sie sich von der Bühne zurück. Petra Kühn lebt heute zurückgezogen in Süddeutschland. Petra Kühn, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und zum Schluss hören wir Rose Rot und Rose Weiß, die A-Seite ihrer zweiten Polydor-Single. Es handelt sich um eine deutsche Aufnahme von Weia Weia von Rosemary Clooney. Es war übrigens das einzige Cover, das Petra Kühn für eine große Schallplattenfirma aufgenommen hat. Rose Rot und Rose Weiß mit Petra Kühn. Weia Weia, Weia Weia. Rose Rot und Rose Weiß, du gehst fort und ich sag leis. Weia Weia, Weia Weia. Geh zu den anderen. Rose Weiß und Rose Rot, dort am Strand, da steht ein Boot. Weia, 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 geh zu den anderen hin. Jeden Abend leuchtet das Licht, doch du findest nicht zu mir. Auf Memory Radio 1.